bessere Feingefühl fürs Grobe. Die größte Motivation ist, das ganze Werk, jedes Zahnrad am Laufen zu halten. Jetzt schon erscheint das Cargo Center Graz riesengroß. Es ist ein Umschlagplatz für Container aus aller Welt. Sie kommen meist über den Hafen Koper in Slowenien nach Europa. Hier in Werndorf werden die Waren dann entladen, zwischengelagert und in zahlreiche EU-Länder weitertransportiert. Das Problem ist, dass Bahn immer noch um eine Spur teurer ist als Straße. Wir sprechen hier zum Beispiel vom Zug Koper nach Graz von einer Differenz von ca. 100 Euro. Wir sparen aber auf jeden Container auch eine Tonne CO2. Und im CO2-Handel ist eine Tonne CO2 genau wiederum 100 Euro wert. Die Nachfrage steigt, das Infrastrukturunternehmen wächst. 100 Millionen Euro werden derzeit in den Ausbau investiert. Nächstes Jahr sollen mehr als doppelt so viele Container hier Platz finden. Anschluss an die Choralmbahn inklusive. Bis dahin sorgt Helmut dafür, dass der Platz auch reicht. Nicht unsinnig auf- und abfahren, sondern immer abarbeiten. Von Osten nach Westen arbeiten, von Westen nach Osten arbeiten. Wir bewegen da schwere Lasten und das ist dann schon ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. In 30 Metern Höhe bedient er den Megakran. Damit hebt er hunderte Container pro Schicht und zwar bei vollster Konzentration. Man muss halt bewusst sein, es sind immer Leute unten. Der Lkw-Fahrer steigt aus, jetzt muss man auf den aufpassen, dann auf dem Lkw sollte man aufpassen, dass man den nicht beschädigt. Und die Züge, da sollte man schon aufpassen, dann, dass man nicht unbedingt so einen verrammt. Das Cargo Center Graz bietet auch Lagerflächen für mehr als 40 Handels- und Industriebetriebe. Große Herausforderungen sind Beschädigungen oder Störungen, die auftreten und die ganz schnell behoben werden müssen, damit der Betrieb einfach im Fluss bleibt. Vom Spielzeug bis zum Dekoartikel, kaum etwas kommt noch ohne Batterie oder Akku aus. Deswegen haben wir eine eigene Betriebsfeuerwehr. Deswegen sind unsere Lagerhallen auch brandschutztechnisch sehr hoch ausgerüstet, zum Beispiel mit Sprinkleranlagen.